damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Heute mit zwei unglaublich tollen KandidatInnen. Zu meiner Linken, Marc Eggers. Juhu. Zu meiner Rechten, Wildcatterin Eileen. Habt ihr auch mal Bock, hier am Tisch zu sitzen, dann schreibt doch mal eine tolle Bewerbung in die Kommentare. Warum seid ihr die Richtigen? Mit etwas Glück landet ihr hier am mit Tisch. Ich will da auch mal mit einsteigen. Quiz mit Tisch kann das? Das mit Tisch. Ja, sauber. Der Fisch mit Tisch. Heute geht's wieder um die... Also die kann man am Ende gewinnen, die darf man mit nach Hause nehmen, kann man sich einschmelzen und daraus einen Backenzahn formen. Gar kein Thema. Dennis, du hast es nötig, oder? Ja. Gut, Marc, bist du intelligent? Nein. Okay, Eileen? Ich, nein. Du hast Abi gemacht, hast du gesagt. Ja. 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 Welchen Schnitt? 2-1. Überqualifiziert. Marc, bei dir? Ich habe die Hauptschule erfolgreich absolviert. Aha. Mit einem Schnitt von 3,5 oder so. Ah, boah. Bitte kein Applaus dafür. Haben oder nicht haben? Wie viel Kilo sind 500 Gramm? Ein halbes. Mit wem führte Johnny Depp in diesem Jahr einen erbitterten Rosenkrieg? Amber Heard? Ja, oh! Ey, war richtig, oder was? Ja. Gut, Alter. Gut, der erste Punkt, das gibt Sicherheit gerade. Ja. Doch, Abitur vielleicht nochmal nachholen. Welcher bekannte US-amerikanische Mafia-Boss kontrollierte die Unterwelt von Chicago und saß zwischenzeitlich im berüchtigten Gefängnis Alcatraz ein? Al Capone. Für wie viel Euro kann man im Sommer dieses Jahres mit dem Nahverkehr nach Sylt fahren? 9 Euro. Stark. Soll ich mitdrehen? Gerne. Ja, ich helfe euch. Um was für Fortbewegungsmittel handelt es sich bei der U96, Kursk und Nautilus? Um U-Boote. Tja. Weiß alles, ne? Weiß alles. Viel Gewinn gespielt. Mann. Welche Farbe hat das U-Boot, das die Beatles in einem ihrer Lieder besingen? Gelb. Starke Nummer. Kann man noch aufstehen, wenn man Yellow, will. Weil Yellow. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich muss das auch rauslassen, ey. Welcher Beatle lebt noch? Paul McCartney. Boah. Wie lautet der erste Buchstabe des englischen Wortes für Ehre? H. In welcher Stadt fand der Prager Fenstersturz statt? Prag. Ach! Misst der Erdumfang am Äquator 40.075 oder 50.075 Kilometer? 50.075. Ja, so cool, als ob man es weiß. Ja, 40.000. Ja, keine Ahnung gehabt. Ja. Schmeckt ja wirklich. Juhu! Boah, ist das ja richtig schlimm. Ja, das war dein Haarwachs in dem Glas. Das soll man nämlich auch nur in die Haare machen. Oh, das ist ja krass. Haben sich die anderen auch so angestellt? Das haben ja, also hier wurde schon gebrochen, hier wurde schon geschrieben. Kennst du Amar, den Streamer Amar? Ja. Der hat sie gebrochen an der Stelle. Kann ich mir vorstellen, ich habe den einen von den Elevator Boys gesehen, zack, als ob das nichts wäre. Die schlucken. Noch nicht. Du bist 18 Jahre jung, kommst aus Hannover, wie Oliver Pocher. Riesenapplaus dafür. Du gibst für alles Applaus. Was willst du denn mal machen? Medizin studieren. Wieder Applaus dafür. Ja, also wirklich. Also Menschen aufschneiden. Ja. Okay, das heißt, du möchtest auch so chirurgische Sachen, so oder möchtest du so Busen machen oder möchtest du mir helfen, wenn ich mein Herz dir ein Busen machen? Ich ein Broken Heart Syndrom habe, willst du mir helfen? Wäre alles, glaube ich, mega cool. Wäre der schlimmste Job in meinem Leben. Ich kann ich auch nicht. Kein Blut sehen. Ich auch nicht. Ich fand wirklich, ich habe mal einen Freund von mir abgeholt, der wurde operiert am Knie. Boah. Dann lag der da noch und so ein Schlauch war da noch drin. Ich komm hin und ich sollte den abholen und ich bin eiskalt umgekippt. Bumm. Und dann kam die Schwester und sagt, komm, wir fahren euch beide nach Hause. Boah. Weil ich konnte das nicht sehen. Ich weiß, dieses Knorpel, dieses Fleisch. Ich bin da so eine Memme, ganz schlimm. Widerlich. In welchem Inselstaat liegt der Mega-Upload-Gründer Kim.com? Nordkorea oder so? Inselstaat? Du und Geografie! Warte mal, ich will noch keine Lösung, ich will immer selber. Inselstaat. Hat er nicht irgendwie in Neuseeland oder sowas gewohnt? Ich glaube, irgendwas habe ich auch mal gehört. Skandinavien oder so, keine Ahnung. Ja. Nordkorea ist extrem dumm, die Antwort. Ja. Ist das gesundheitsschädlich, das Ganze? So, jetzt mal ehrlich. Bisher keine negativen Auswirkungen gespürt, aber ich glaube nicht, dass das gesund ist. Welcher französische General, Diktator und Kaiser der Franzosen gilt in der Popkultur als äußerst klein, war vermutlich aber 1,68 Meter groß? Napoleon.
Das Abitur, ne? Wie hieß der Vater von Kim Jong-un, der vor ihm der oberste Führer von Nordkorea war? Kim Jong-il. Das war ohne Witz geraten, ohne Witz. Das war geraten. Was ist beim Pokern mehr wert? Ein Straight Flush oder ein Full House? Full House. Du hast vorher schon aufgegeben, vor der Antwort. Du hast vorher schon aufgegeben. Ja, du hast, ach, keine Ahnung. Ich hab noch nie mit Pokern was zu tun gehabt. Deswegen dir, weil du diese Hammerantwort gegeben hast. Du warst mir alles klar. Kim Jong an, runter damit jetzt. Ja. Das ist so total ekelhaft. Das wird immer ekelhafter mit jedem Drink. Oh, wey, arriba, della noche. Oh, das. Wirklich, ich bin da echt nicht so empfindlich. Ich trinke echt richtig viel schlimme Sachen auch, aber das ist ganz böse. Heute bei uns im Glas Alge! Die neue Sorte! Marc, du bist ja auch bekannt unter anderem für deine tollen Umfragen. Mit deinem rosa Mikrofon machst du ganz Deutschland wild. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Ich glaube nicht treu. Bailando, bailando. Mit wie vielen Personen du schon Sex hattest? Oh Gott, keine Ahnung. Ich denke so 80. Oh, es riecht nach Fisch hier schon wieder, ne? Wo machst du am liebsten Umfragen? Gibt es Spots, wo du sagst, da mache ich gerne? Kann ich gar nicht sagen. Da, wo die Leute am besten irgendwie launetechnisch mir entgegentreten. Wie hier, an diesem Tisch. Ey, das wäre genau das Richtige. Ja. Wie hoch ist dein Bodycount? 12. 12. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? 12 Euro. Was verdienst du? 12 Euro. 30.000. Aber ganz kurz, du machst das, was ich verabscheue. Ich hasse auf der Straße rumrennen, Straßenumfragen machen. Ich hasse das, total. Ach, selber, dass du das. Ja, nicht. Ich hasse das. Ich hasse dich. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich sag, wie es ist. Bei der ersten Straßenumfrage habe ich mich nicht getraut, jemanden anzusprechen. Ja. Mein Kameramann musste mich eine halbe Stunde bequatschen, weil ich mich nicht getraut habe. Können sich viele gar nicht vorstellen. Aber mir war das so unangenehm, da hinzugehen. Da hatte ich noch so ein kleines Kindermikrofon irgendwie so. Dass diese Mikros hier am Handy dran sind mit dem Puschel. So in der Art, ja. Und ich habe mich nicht getraut. Also. Und wann kam der Klickmoment oder gab es einen? Routine. Oder einfach Routine? Je öfter ich das gemacht habe, man hat mehr Sicherheit bekommen. Ich weiß gar nicht, wie bei der Masturbation. Ja, mittlerweile bin ich da auch sehr professionell. Ich kann das kontrollieren, wann ich denn doch ejakuliere. Ja. Genau. Ich habe das unter Kontrolle, diesen PT-Muskel. Muss ich gar nicht mehr anfangen. No, point of, es gibt auch diesen Point of. Man kann ich schon 61 Minuten Sex damals gelernt. Ey, der hat mir auch gezeigt, wie man eine Taschenmuschel macht. Ich will mich entschuldigen, Aline. Ich finde es super. Bei der Saubande hier. Seriöse Straßenfragen, genau, das mache ich. Unter welchem Begriff fasst man in einer zwischenmenschlichen Beziehung einen vollständigen Kontaktabbruch ohne Ankündigung zusammen? Ghosting. Was heißt obwohl auf Englisch? Weiß ich gar nicht. Although. Was heißt es? Although. So, Aline, okay. Greif mal. Das passt perfekt zu deinem Outfit. Ja, toll. Brichst du schnell? Oder hast du richtig dich drauf ein, dass es eklig ist? Eigentlich geht's, okay. Sonst, Benni, wieder schütz dich lieber. Ist die Stimme eieiei! Okay, das ist echt eklig. Ja. Sie steckt schon gut weg, ne, muss man sagen. Also im Vergleich zu mir bist du da. Ja. Aileen, du liebst Dad-Jokes. Ja. Was? Dann bist du ja der Ansprechpartner. Also schlechte Jokes, ja. Was machst du, wenn du mal nicht hier bei uns sitzt und Abitur bestehst? Gehst du gern feiern? Ja, ich arbeite auch im Club. An der Bar. Was machst du da? An der Bar? Ja, an der Bar, so Barkeeper. Aber bist du denn selbst auch nüchtern oder bist du dann mit angeschakert? Natürlich bin ich nüchtern. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, nüchtern in der Bar zu arbeiten und mir die ganzen Zombies vor der Bar anzugucken. Ja, bis 6 Uhr morgens dann nüchtern da zu bleiben, das kriegt man nicht hin. Nee, ne? Kann man aber auch, wenn man nicht Bock drauf hat. Ja, genau. Marc, einfach tanzen gehen. Ich bin auch nie nüchtern bei meinen Umfragen. Kriegt man auch nicht. Ich bin wirklich immer nüchtern tatsächlich. Viele Leute denken, ich trinke mir da mal einen rein. Mache ich nicht, weil angetrunken kann ich nicht mit den Leuten kommunizieren. Ja. Ohne Witz. Ich bin immer nüchtern, obwohl man denkt, der Typ muss doch voll sein bei der Scheiße, die er da labert. Aber dem ist nicht so. Aber du bist ja auch Tänzer, Marc. Ne? Du bist Breakdancer. Du kannst die Salto springen. Mehr Break als Dancer. Ja, ich habe mit 12 angefangen. Ich war tatsächlich auch mal deutscher Meister und so. Hast du Medaillen? Pokale? Auch, ja. Ey, Applaus! Das ist eine Sache, die er doch mal kann. Ne? Also haben wir einen Nationalspieler hier bei uns am Tisch oder bist du nur deutscher Meister als Person? Nee, mit der Gruppe haben wir die deutsche Meisterschaft gewonnen, das Bellosier. Das ist tatsächlich. Das ist gar nicht mal so. Wir haben viel dafür trainiert und die Jungs, die mit mir getanzt haben, sind auch mit die Besten, die es so gibt. Also ich habe mich damals angestrengt, ja. Du hast auch Breakdance gemacht. Teamkollegen! Das gibt's ja aber gar nicht. Dann haben wir doch ganz anders aus. Aus wie vielen Mannschaften besteht die deutsche Fußball-Bundesliga? 26. Hallo?
Hallo, das hallo, hallo, hallo. Also das ist gelogen. Das weiß ich. 31. 18 Mannschaften. Hä? Ja, das ist Bundesliga. Ewig kein Fußball mehr geguckt. Nee, du denkst nicht, 26 Fußballmannschaften besteht in der ersten Liga. Wieso? Es gibt auch 26 Spieltage. Hä? Alle gegeneinander, du war mir klar. Welche britische Band hatte Hits wie Don't Stop Me Now, I Want It All und Radio Gaga? Queen, ich hab noch gar nichts gesagt. Du hast es Queen. War doch richtig. Ich hab Queen gesagt und natürlich war es auch richtig. Ja, ich lass durchgehen, weil du Nationalspieler bist unseres Landes. Ja! Weiter geht's. Wie lautet der Name des deutschen Konzerns, dessen Abkürzung für Hans Riegel Bonn steht? Hallo? Haribo! Das weiß ich! Hallo, Dicker! Und rein! Rein! Jetzt hat man noch nur ein. Schmeckt doch nach Bier, oder? Stell dich nochmal so! Nein! Du warst ja auch kultiger Kandidat für ein Supertalent. Vor x Jahren. Kultig? Ja, ich fand schon. Du bist auch weit gekommen, oder? Ja, bis in diese Live-Shows bin ich gekommen. Und wie ist Dieter Bohlen so hammergeil, du? Ist ja gut, du magst es, du kannst, du geile Sau, du. Also, das haben die damals rausgeschnitten, das kann ich hier mal offiziell sagen. Der wollte eigentlich mit mir Musik machen. Oh, was? Wirklich gesagt, so, du wärst der deutsche Ricky Martin. Hast du ja, das stimmt, Wunde. Sagst du. Ja. Ich sag, na ja, du bist so der deutsche Ricky Martin, du machst geile Platten mit mir. Man lernt die ja nicht kennen. Du tanzt da und dann ist das. Also, du hast ein Post-it in der Kabine gehabt, Dieter möchte mit dir reden. Nee, der hat das schon zu mir gesagt, als ich auf der Bühne stand. Das haben die aber rausgeschnitten, weil hat irgendwie nicht reingepasst, wenn der Tänzer auch noch versucht zu singen. Und, ja, aber ich war beim Supertalent schon über 10 Jahre her. Aber vielleicht sieht man mich auch mal wie euch in der Schlagerwelt. Dieter, wo ist er? Einfach mal anrufen, so eine Schlagernummer für mich. Andrea Berg, Marc Eggers, ich mach's. Andrea Berg, deutsche Shakira. Was hörst du für Musik, Aileen? Was hörst du so im Club? Ja, kein Schlager, ne? Was hörst du? Wir machen ja Promille-Pop. Schlager machen wir zum Glück nicht. Was hörst du für Musik? Nee, Techno tatsächlich. Ja, eher. Skabba. Promille und Benzin. Ja, Limousin. Meine Arme liegen. So, ne? Ja, genau. Auf welchem Kontinent liegt die Republik Surinam? Sag was. Südamerika, okay, ich war kurz, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, Surinam. Der Erdkunde ist nicht meins. Musst dir keinen Kopf machen. Okay. Das kann man nicht wissen, sage ich immer gerne in diesem Format. Ja, das genau, kann man nicht wissen. Kann kein Mensch das wissen. Trifft dich persönlich gar keine Schuld. Ja, lecker. Nee. Die Napoleon-Sache war noch groß. Ja. Welche Band hatte einen Hit namens Moves Like Jagger? Maroon 5. Ach, Mano! Signore! Wie heißt der Ministerpräsident Bayerns? Markus Söder. Starke Nummer, wow, stark, politisches Wissen. In welcher Stadt steht das größte Amphitheater der Welt? Das weißt du. Berlin. Keine Ahnung. Du kannst versuchen. Dresden, oder? Rom natürlich. Rom. Natürlich? Rom natürlich, keine Ahnung. Wüsste ich auch nicht. Du bist raus. Du bist raus, Junge! Limousin. Hau dir noch einen rein, Junge, komm! Gib's dir in die Ohren, Opa! Keine und weg! Nee, da ist noch was drin. Nein. Ohne doch benetzt. Was sind das für Krümel da auch am Ende noch drin? Glitzer. Glitzer, ja. Ja, ist Glitzer für den Look. Liebe Freunde, euer Dennis ist raus. Scheißegal. Ich trage am liebsten. Licht aus! Adidas! Luki, neuer Shot. Wie hieß Mitte der 2010er Jahre das Internetphänomen, bei der eine Gruppe von Menschen regungslos in Posen verharren, die meist alltägliche Situationen nachstellen sollen? Mannequin Challenge. Wow, stark! Strong. Aber jetzt wird's wichtig. Jetzt brauchen wir die Spicy-Fragen mal jetzt. Welcher bekannte deutsche Dichter soll angeblich am Sterbebett die letzten Worte mehr Licht gesprochen haben? Das weiß er nicht. Johann Wolfgang von Goethe. Das ist doch richtig. Ja! Das ist natürlich geil, das ist vom Comedy-Preis. Ja! Die Kahnfaust! Ich brauch wirklich kennst du einen, ne? Ich kenn nur ihn! Ruhe. Welcher Schauspieler schaffte es in den USA bis zur Präsidentschaft? Arnold Schwarzenegger.
Der war Gouverneur von Kalifornien. Ronald Reagan. Ah, Mann, das ist aber auch fies gewesen. Ja. Juhu! Juhu! Ey Leute, das ist nicht witzig. Es gibt ja auch, manchmal macht man so Jokes und so, ich krieg Tränen, weil es ist wirklich schön. Die Zuschauer können sich das gar nicht vorstellen, aber das ist ja das Ekligste, was ich seit langem getrunken habe. Ja. Ey, aber ich gönn's dir wirklich, dass du final bist. Marc, das ist deine Kamera, verabschiede dich für deine Fans, an deine Fans. Ich hab Puff. Oh, meine Puff-Mama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 Laila. Oh nein! Und damit stehen Eileen und ich im großen Finale und wir beide spielen entweder oder. Diese Person ist Ü50, Karl Lauterbach. Korrekt. Justin Bieber. Nicht korrekt. Moneyboy. Nicht korrekt. Didi Hallervorden. Korrekt. Heidi Klum. Nicht korrekt. Dwayne The Rock Johnson. Nicht korrekt. Ah, erste falsch. Jetzt über 50. Das wusste ich auch nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf euch? Gott, das ist wirklich so schlimm. Also echt krass. Wer als nächstes falsch antwortet, macht dem anderen zum Gewinner oder zur Gewinnerin. Echtes Buch. Oder erfunden. Die Bibel 3. Jesus gegen Zombie-Hitler. Erfunden? Leider. Michael Anfang. Die endliche Geschichte. Gibt es. Es ist echt. Echt. Die unendliche Geschichte. Und damit gewinnt Aileen. Korrekt oder nicht? Gibi, Bruder! Oh, es ist so schlimm, ey. Aline, du gewinnst die goldene Tischplatte! Juhu! Zu Recht. Sehr cool. Wow, wow, wow. An dieser Stelle auch einen Riesenapplaus für Marc Eggers! Ja! Oben gibt es ein Video von Phil Laude, wie es ist, tornadosüchtig zu sein. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt, oder? Weg. Das ist mit Tisch. Tschüss!